Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt. Ich bin die Gibi und ihr seid auf dem Channel von Sofa Gaming gelandet. Und ja, wir spielen heute Germany's Next Topmodel. Hat eigentlich nur einen Grund, warum wir das spielen. Und zwar hat die neue Season von Germany's Next Topmodel 2014 begonnen. Und es war eigentlich ein großer Zufall, dass ich jetzt dieses Spiel hier auspacke, weil ernsthaft, ich möchte jetzt nicht unbedingt Leute kränken, die dieses Spiel mögen. Ich weiß ja selbst noch nicht, wie das sich spielt. Und vielleicht gefällt es mir ja sogar, wer weiß das. Ich bin ja irgendwo auch ein bisschen Mädchen geblieben. Aber ich war mit Kundran bei Reep unterwegs. Okay, das muss ich nochmal auspiepen, also gleich piept's. Und ja, da sind wir ein bisschen die Regale lang gegangen, immer mal noch so ein bisschen am Schmökern, was man so noch zocken könnte und was vielleicht auch nicht so bekannt ist. Und da stand es. Und es hat unter 5 Euro gekostet, also dachte ich mir, kannst ja nicht viel falsch machen und es passt ja auch irgendwo. Deswegen werden wir dieses Spiel in der 2014er Variante diesmal spielen. Und auch viele bekannte Gesichter sind dabei. Ich hatte schon ein bisschen aufs Cover geguckt. Was sehr passend gerade war, war, dass Larissa noch drin vorkommt, die ja, wie viele diskutieren, im Dschungelcamp war. Und auch Marie und Sarah Lugu und Lena und wie sie alle heißen, die sind auf jeden Fall alle mit dabei. Und ich würde sagen, wir legen schon mal los und wir haben hier so eine Oberfläche, da können wir die Karriere starten, mehr Spieler, Optionen und das Spiel verlassen. Und in den Optionen war ich schon davor einmal drin, das Spiel habe ich noch nicht gestartet und dann musste ich erstmal diese Musik ausschalten, die geht mir eigentlich total auf die Nerven, aber ich lasse zumindest für ein, zwei stehen, dass wir ein paar Sounds haben. Und auch die Effekte muss ich ein wenig runterschrauben. Ansonsten haben wir noch die Sprachausgabe, die lassen wir auch mal auf ganz laut, Einstellungen speichern. Und jetzt gehen wir mal auf Karriere starten. Jetzt haben wir 3 Profile hier zur Verfügung. Nehme ich doch glatt mal das Profil, was mir angeboten wird. Ui, ja, wie heißt du? Wie heiße ich? Na, wie heiße ich, Kinders? Oh, das muss ich anklicken. Ich bin die Gibi und ich werde das Ganze auch so belassen, denn ich möchte Topmodel werden, nicht irgendein No-Name-Charakter. Bestätigen. Herzlich willkommen zu Germany's Next Topmodel. Oh, so schnell kann man es gar nicht lesen. Jetzt dürfen wir wie bei den Sims einen Charakter erstellen, das ist ja auch witzig. Ja, fangen wir mal mit dem Kopf an. Hihi, ich muss ja auch ganz hübsch aussehen. Gesicht 1. Ah, ja, die hat so einen massiven Blick drauf. Achso, es gibt nur 2 Gesichter. Na gut, ja. Na komm, wir nehmen die mit den Schlitzis. Voll Haare. Glatt oder sportlich? Mit Haarband. Was? Nur 3 Varianten? Wenn das Haarband mal nicht wäre, ne? Ja. Schneiden sie mir die Haare dann später ab, wenn ich jetzt lange nehme? Ach komm, wir nehmen mal die mit Haarband. Und jetzt können wir noch die Haarfarbe auswählen. Blond, brunett, rotblond. Da ich ja rote Haare habe aktuell, nehme ich das rotblond. Und die Hautfarbe. Aha. Da sind wir sehr braun gebrannt. Ich meine, das passt ja irgendwo, aber ich bin ungefähr mittel. Ich bin nicht so braun. So, man kann auch zoomen mit der Leertaste. Ah ja. Und drehen mit der rechten Maustaste. Mhm, gefällt uns das überhaupt? Das Schleifchen passt sich ja auch der Haarfarbe an, merke ich gerade erst. Ist wirklich, ob ich so Topmodel werde, Leute? Ich weiß ja nicht. Gucken wir nochmal das andere Gesicht. Das gefällt mir eigentlich das andere Gesicht besser bei der Frisur. Jetzt bin ich aber langsam ein bisschen unsicher. Nö, komm, wir lassen das so. So, ups. Eben hier rot einstellen. Ja. Nun gehe ich auf zurück und jetzt gehen wir auf den Oberkörper. Oh, wir können uns ankleiden. Eine Jacke. Sehr leger. Ah. Muddis Putzfimmel haben wir auch dabei. Putzfimmel, Putzfummel. Oh ja, ein Tanktop. Das sieht doch sehr modern aus. Neckholder. Oh, das ist auch schön. One-Shoulder-Top. Ein bisschen sportlicher. Ein Print-Shirt. Ein Blazer. Ja, eigentlich mag ich schlicht so ein Neckholder. Sieht doch ganz schick aus. Und da können wir auch noch ein paar Prints reinsetzen. Oh, das ist ja süß. Oh, der Vogel. Da, mit dem Herzchen. Das ist ja toll. Türkis und blau. Blumen. Nee. Passt aber irgendwie nicht so ganz zum Haarband, wie ich finde.
Aber ich finde das süß. Ich lasse das mal an. Nehmen wir mal wieder was zurück. Jetzt müssen wir noch natürlich die passende Jeans finden. Ohne Capri-Hose. Hübsch. Mhm. So ein bisschen trashig. Eine kurze Shorts. Kann ich da auch die Farbe einstellen? Oh, Animal Print. Oh yeah. Ja, aber wenn es dann nachher irgendwo in die kalten Länder geht, ist es nicht so vorteilhaft. Ne? Mal weiter gucken. Oh, wir haben einen passenden Rock. Mhm. Oh, das passt doch eigentlich, oder? Gehen wir mal kurz zurück. Ah, naja, nee. Nee, das ändere ich nochmal. Das gefällt mir nicht ganz. Ein Jeansrock. Oh. Nee. Sehe irgendwie aus wie in so einen Farbtopf gefallen. Also so wirklich alles so casual zusammengemixt, ohne großartig Sinn. Gucken wir nochmal weiter. Minirock, ein Skinny Neck, ein Faltenrock. Oh, ein Faltenrock. Ja, nee. Schon ein bisschen nutzig, oder? Ich glaube, ich bleibe bei der altbewährten Skinny Jeans. Schauen wir da nochmal. Ja. Oh. Oh ja. Oh ja, das sieht doch cool aus. Ja. Jetzt will ich aber... ich bin immer so unentschlossen. Jetzt will ich aber doch lieber kurze Haare haben. Das sieht bestimmt cooler aus. Der war aber gut blond. Oder gibt es sogar mehrere Farben dann? Ich möchte aber gut blond sein. Ja. Perfekt. Noch die Füße dazu. Jetzt haben wir gerade Stiefel an. Boots. Oh yeah. Pumps. Oh, das sind sogar hier diese Pumps mit dem roten Unterabsatz. Yeah, das ist nicht so toll. Das sieht aus wie zur Konfirmation. Da haben Eltern einen auch immer gerne solche Schuhe angezogen. Mhm, das passt leider auch nicht. Dann gibt es noch in anderen Farben. Ja. Ja. Ja, nein. Nein. Hm. Pieptoes. Gibt es doch nur Marienblau. Hm. Wenig Auswahl und trotzdem kann man sich die ganze Zeit hier irgendwie ein bisschen dran festnageln. Und Leder auf Glitzer. Was haben die sich denn dabei gedacht? Das sieht aus, als wäre das Skin noch niemals fertig geworden. Komm, wir lassen mal ganz normale Stiefel. Mal kurz hier die Farben durchgehen. Ja, das sieht doch schick aus. Ja, so bleiben wir. Wir sind fertig. Jeevee ist fertig. Ja. Dann wollen wir mal sehen. Viel Spaß bei Germany's Next Topmodel 2011. Hallo. Hey. Hi. Da haben wir die Sarah Nu. Hallo. Hey. Hey. Wohne ich mit euch in einer WG? Wen haben wir da? Marie? Hallo Marie! Hallo! Hallo! Hallo du! Hi! Hi Uschi! Ja, eine schicke Küche. Ja, hi! Reden wir jetzt alle heute so? So, mit den dreien wohne ich jetzt in einer WG. Da bin ich auch schon. So. Hallo, herzlich willkommen im Loft. Ich bin Lena. Schön, dass du da bist. Hi, Lena. Ist das nicht alles wahnsinnig spannend? Da hast du recht. Die anderen Mädchen sind übrigens auch schon da und wir haben uns bereits gefragt, wie die letzte Kandidatin wohl aussieht. Ich mag dein Styling wirklich sehr. Du siehst richtig hübsch aus, Kleine. Du hattest ja noch gar keine Gelegenheit, dich hier umzusehen. Sprich am besten einfach mal mit Sarah da drüben. Sie kann dich im Loft herumführen. Das mache ich, vielen Dank. Wir sehen uns, ja? Bis später, Kleine. Mhm, das war auch die Originalstimme von Lena, aber redet die wirklich so mit einem? Bewegen und ansprechen. Um dich zu bewegen, benutze die WASD oder Pfeiltasten.
um Optionen oder Personen auszuwählen, bewege dich zur grünen Bodenmarkierung oder der Person und klicke mit der linken Maustaste auf das erscheinende Textfeld. Weiter. Sprich mit Sarah unsere erste Aufgabe hier. Oh, ich habe sogar ein Handy. Und das wird wahrscheinlich mein Fotobuch sein. Erste Woche Montag. Preppy Look. Dein heutiger Termin, sprich mit Sarah. Okay. Dann. Wupp, wupp, wupp. Und linksklick. Ja. Ja. Achso, ich muss jetzt mit Dialog mit Sarah klicken. Okay. Hi, du bist gerade erst angekommen, richtig? Ich bin Sarah. Freut mich, dich kennenzulernen. Hi, abgefahrenes Loft. Und hallo, auch aufgeregt. Es ist so abgefahren, das Loft. Hallo, Sarah. Das Loft ist ja mal der Hammer. Absolut, hier kann man sich super wohlfühlen. Und ich kann es kaum erwarten, bis die Show richtig losgeht. Dann zeige ich dir mal, wie du dich hier zurechtfindest. Okay, Benutzeroberfläche. Auf dem Bildschirm findest du mehrere Anzeigen. Hier kannst du deine Frische prüfen. Meine Frische prüfen? So unter den Achseln riechen. Ja, ich muss mal wieder. Okay. Um die Setcard oder den PDA zu öffnen, klicke mit der linken Maustaste auf das entsprechende Element. Wenn du noch Termine hast, wirst du alle paar Minuten daran über die Anzeige oben rechts erinnert. Die Aktionsanzeige unten rechts zeigt dir an, welche Aktionen du mit einem Klick der linken Maustaste darauf momentan ausführen kannst. Weiter. Sprich mit Sarah. Okay, das war mein Rundgang. Du musst dir unbedingt gleich auch dein Zimmer ansehen. Ich habe mich in meinem sofort eingerichtet. Super, wenn man zwischendurch einfach mal eine Ruhepause braucht. Die klingt so ein bisschen, als würde sie einfach nur vom Blatt Papier ablesen, ne? Pausenmenü. Drücke die Escape-Taste, um das Spiel zu pausieren. Regle hier deine Audioeinstellung für Musik, Effekte oder Sprachausgabe. Du kannst auch das aktuelle Spiel verlassen und zurück ins Hauptmenü gelangen. Sprich mit Sarah. Ich fühle mich so ein bisschen... Habe ich da eigentlich eine SMS oder warum klingt das? Oh, ich habe eine E-Mail. Willkommen bei Germany's Next Topmodel. Herzlich willkommen im brandneuen Topmodel-Loft. Wir freuen uns wirklich, dass du mit dabei bist. Bei Fragen wende dich an die Jurymitglieder oder an die anderen Mädchen, die bereits eingezogen sind. Wir hoffen, dass du dich hier richtig wohlfühlen wirst. Mhm. Okay. Und... Ups, ein Sticker. Willkommen im Loft, du bist in das Topmodel-Loft eingezogen. Mhm. Also Sticker ist sowas wie Trophies wahrscheinlich hier oder Achievements. Ah, gibt aber noch jede Menge. Ein 2 Uppercut Go. Achte auf deine Beinhaltung und zeige ein fehlerfreies Boxtraining. Okay. Ja, dann reden wir nochmal eben mit Sarah. Deine Setcard beinhaltet alle wichtigen Informationen, die du im Alltag so benötigst. Weißt du einmal nicht weiter, wirf einfach einen Blick in deinen Terminplaner. Schau dir auch das Moodboard an, um dir wertvolle Tipps für deine Outfits und dein Styling zu holen. Cool, das klingt echt praktisch. Setcard. Deine Setcard beinhaltet alle wichtigen Informationen, die du im Topmodel-Alltag benötigen wirst. Im Planer stehen deine heutigen Aufgaben. Wähle einen Termin aus, um mehr darüber zu erfahren. Wirf einen Blick auf das Moodboard, um Hinweise für das optimale Outfit, Hairstyling, Haarstyling und Make-up zu erhalten. Sieh dir an, wie erfrischt du zurzeit bist, prüfe, wie du beim Publikum ankommst oder erfahre deinen freundschaftlichen Status zu den anderen Models. Außerdem steht hier deine aktuelle Menge Credits.